Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play. Tyranny mit Paxis. Wir machen wieder unsere Zauberkampfvorbereitung. Geisterhafte drüber auf alle. Und Laundry macht noch die Erneuerung und die Berührung. Consider it done. Und dann geht's slow and steady auf zum Kampf. Oh, Falle. Das müsste dann die letzte Gruppe sein, die wir hier auf der Trapperkreuzung platt machen, bevor wir die geklärt haben. Und ich überlege gerade, ob ich so mache. Interesting. Dass ich Lyra ihren Feuerpfeil machen lasse. Und dann ziehe ich mich zurück und lasse die anderen in die Falle reinlaufen. Heads up. We have company. Töte den Schicksalsbinder! Was? Wie? Na gut, wie es aussieht. Wollte sie nicht in die Falle reinlaufen, aber die Person ist in die Falle reingelaufen und es hat 98 Schaden gemacht. Sehr gut. Kampfbindung geht leider auf Lyra. Das gefällt mir nicht so. Deswegen werden wir direkt mal den Eisenschlag machen, damit nicht Lyra in Kampfbindung genommen wird, sondern Barik. Dann Unterbrechungsschuss gegen den, der angerannt kommt. Hallo? Markierung von Paxis. Schneller Hieb. Sturm von Lyra und dann. Stimmt. Ich kann natürlich Paxis nichts anderes geben lassen, wenn ich hier Eisenschlag machen möchte. Laundry ist schon wieder fertig. Okay. Bim, 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 bim. Dann machen wir mal die verstreichenden Stunden. Aber hier hinten sind doch noch mehr Gegner. Warum kommen die denn nicht? Scharlachroter Wüter und Bluthund. Ich mach's mal auf den Scharlachroten Wüter. Also wenn die jetzt in einzelnen Gruppen kommen, wird der Kampf natürlich super einfach. Da mache ich mir gar keine Gedanken. At once. Paxis ist fertig, sehr schön. Markieren bitte. We should try that again. Und scheinbar hat das nicht geklappt, was er machen sollte. Dann machen wir das schlagende Eisen auf den Bluthund, weil der ist nämlich, der hat auf jeden Fall Barik in Kampfbindung genommen und Level aufgestiegen. Na endlich, es wurde aber auch Zeit. Laundry Level 10. Danach ist Lyra dran. Schauen wir mal, schauen wir mal. Kraft 10, Verstand 18. 13, 16, Entschlossenheit. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Energie. Es klappt jetzt eigentlich immer ziemlich gut, dass wir selten der Laundry angegriffen wird. Ich glaube, ich werde halt hier auch erstmal den Verstand weiter aufbauen, oder? Und weil wir jetzt teilweise echt schon viel Schaden bekommen. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, wenn ich doch noch einen Punkt erstmal in Vitalität reinbaue. Ja, machen wir das erstmal. Und dann könnte es mit dem Hintergrund natürlich auch Sinn machen, wenn wir Arcane Shield 3 jetzt erstmal nehmen. Irgendwann müssen wir auch mal begabte Heiler voll machen. Ja, ich glaube, ich werde mal die beiden Dinge, also einmal den Talentpunkt in Vitalität und dann jetzt hier noch den Talentpunkt in, oder den Attributspunkt in Vitalität und den Talentpunkt in das dritte arkane Schild packen. Einfach, weil ich mich jetzt viel darauf konzentriert hatte, die anderen zu stärken, muss ich Laundry mal wieder selber ein bisschen schützen, also nehmen wir das. Und wie gesagt, das wollen wir ja eh irgendwann voll haben, deswegen machen wir das jetzt. Laundry ist dann auch fertig und kann wieder die Berührung machen. Die machen wir auf Lyra. Paxis zerrüttet. Wobei wir brauchen eigentlich gar nicht unbedingt zerrütten. Wir machen erstmal Handkantenschlag, weil Lyra ja schon die Rüstung zerstört hat. Barik hat sein schlagendes Eisen gemacht. Bruch durch die Mauer. I will age.
Laundry. Oh, Schild in der Strahl. Warum nicht? Fall before me. Die ist auch gerade einen Klick zurückgeschoben worden, habe ich gesehen. Mach's gut, dann zerrütten wir mal den nächsten. Barik greift normal an, Lyra nutzt das Fehlen und Laundry kann den erschütterten Strahl nehmen. Ist ja auch schon dem Tode nah, aber hier unten sind mit Sicherheit noch, ich denke mal, drei Gegner. Ich würde jetzt mal auf drei Gegner schätzen. Das hat ja lange gedauert. I got it. Tiermenschenpollen, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, ich wusste es, wie dumm, oder? Dass die da nicht zu uns kommen. Roskur, hat sogar einen eigenen Namen. Das sind mit Sicherheit alles Charaktere, die mit eigenen Namen, mit denen man hätte reden können. Wenn wir jetzt beispielsweise statt den Geschmähten das Scharlachrote Chor als Verbündete hätten, dann wäre das jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Auftrag, hier dem Scharlachroten Chor zu helfen. Und dann könnten wir wahrscheinlich mit Roskur reden, aber so wird jetzt nicht mit ihm geredet, sondern er wird einfach platt gemacht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier nur die Zaubervorbereitung, der Rest ist auch noch aktiv. Es wird jetzt eh nicht so schwer. Ich würde sagen, da unten sind jetzt wahrscheinlich noch maximal drei Gegner. Es war eigentlich eine Gruppe von fünf. Gruppe von fünf wäre deutlich schwieriger geworden. Deswegen diese drei Gegner, das wird jetzt kein Problem werden, denke ich. Consider it done. Ich habe wieder mal vergessen, meinen Timer einzuschalten. Egal, Spiel speichern. Moving cautiously. Oh, es sind noch vier. Dann wären es sogar sieben gewesen. Das wäre natürlich deutlich krasser geworden, aber das soll mir nur recht sein, dass die Gruppe... Oh, der hat auch einen eigenen Namen. Pyre oder Pyre. Es kann sogar sein, dass hier unten noch welche sind. Das werden wir sehen. Von daher ganz gut, dass wir es geschafft haben, zwei anzulocken. Natürlich am liebsten direkt auf Roskur gehen. Paxis, come on, markieren. Wobei wir könnten auch auf Pyre gehen und den mit einem Handflächenschlag versuchen. Naja, es klappt wieder nicht und nicht gut. So, Barik ist da. Barik ist auch schon in Kampfbindung, wenn ich das sehe. Deswegen können wir schlagendes Eisen machen. Laundry unterbricht einfach mal. Ach so, ja, und hört auf zu schleichen, dann braucht er viel zu lang. Laundry, verlangsamen. Ich glaube, das mache ich mal auf den Magier. Der nicht so rumläuft. Lyra nimmt mal die Verteidigung weg. Paxis, Paxis, Paxis. Handflächenschlag hat immer noch nur 27% bei dem. Das ist sehr blöd. Will do. 48 Schaden von Barik. Perfekt. Er kann schon wieder die Berührung des Titan machen. Das machen wir mal auf... Ah, vielleicht geben wir mal Barik schnell das Protokoll. Der hat doch schon wieder am wenigsten Energie. Aber ist ja auch logisch. Er ist ja auch der Tank. Er soll ja auch angegriffen werden. Barik macht Bruch durch die Mauer gegen den... Was? 22% nur? Oh, das ist ja bitter. Naja, aber was soll's, machen wir jetzt trotzdem. Er ist benommen, vielleicht ist es jetzt leichter für ihn zu treffen, also für Barik. Pax ist fertig, der macht mal zerrütten. Oder Handflächenschlag? Nur 15% sogar gegen den, der dann nicht mehr zurücken. Will do. Laundry. Hä, du solltest doch Berührung des Titan machen. Warum hat er das nicht gemacht? Ach so, wegen dem Protokoll. Ja, wegen dem Protokoll. Aber jetzt rennt er zu Lyra. Ach, dieser Trottel. Lyra ist fertig. You got it. Paxis ist auch fertig. Wie sieht es jetzt aus mit Handflächenschlag? Immer noch so schlecht. Aber wir können blutdringend Stein machen, weil wir direkt mit Lyra da stehen.
Laundry. Ja, jetzt steht er natürlich an der Stelle, wo er gar nicht stehen soll. Das gefällt mir nicht. Aber mal schauen, vielleicht können wir jetzt hier dieses Urteil machen. They'd be feeling that one. Barik greift jetzt normal an. Lyra. Die reißt ihn mal von den Beinen. Ach so, die sollte doch eigentlich blutdrängend Stein machen. Was ist denn damit jetzt? Ach so, das passiert gerade schon, alles klar. Ja. Der Gegner ist fast tot. Da machen wir mal den Angriff auf jemanden Neuem. Gegner ist eh niedergeworfen. Paxis greift normal an. Laundry brennt, der heilt sich vielleicht mal selbst. Paxis macht gar nichts, gefällt mir nicht. So, tot. Handflächenschlag jetzt mal auf den anderen. Es sind so nur 27%, aber was soll's. Oder wir markieren ihn erstmal. Dann müssten wir ja besser treffen. Barik unterstützt mal Lyra. Und Lyra macht bitte mal kraftvollere Angriffe. Laundry macht gerade gar nichts. Unterbrechung. So, triffst du jetzt besser der Handflächenschlag? Immer noch nur 27%, egal. Lyra, brennender Pfeil. Wir könnten eigentlich erstmal das Spanferkel machen. Das ist ziemlich stark, auch wenn ich es nicht so richtig verstehe, diesen Angriff. Und warum wurde jetzt der Gegner so weit weggedrückt? Was war das für ein Angriff? Ach, der Handflächenschlag. Hat der Handflächenschlag den so weit weggeknallt, oder was? Paxis hat Pyre 2 Sekunden lang unterbrochen. Aber ich sehe nicht, dass er nicht mehr keine Zauber mehr wirken könnte. Nee, scheint nicht so. Schade. Aber kann man nichts machen. Dann greif mal mit deinem Zerrütten an. Levelaufstieg von Lyra. Nice. Lyra. Dann ja, ich war jetzt auch beim Laundry dabei, was in die Vitalität zu pumpen. Dann machen wir das bei Lyra auch. Ich glaube sogar, ich würde jetzt zweimal machen, also dass sie auf 12 Punkte kommt. Ich meine, das ist natürlich für eine Nahkämpferin, die Energie wichtig ist, sollte ja klar sein. So, spottendes Eisen, Rausch der Wüterin, Blut ruft Blut, kritische Treffer im Nahkampf fügen Feinde in der Nähe. Ach ja, das ist egal. Tödliche Blöße, wird ein Gegenangriff gegen Feinde aus, die sie im Nahkampf im Angriff verfehlen. Kenne deinen Feind, dafür brauche ich tödliche Blöße. Zwei parieren, zwei ausweichen. Verleiht Lyra nun auch Genauigkeit, wenn sie bei einem Feind einen leichten Treffer landet. Dieser Effekt akkumuliert sich. Wenn leichte Treffer ausgeführt, plus 2 Genauigkeit. Wir brauchen jetzt noch 2 Punkte, um in den nächsten Strang reinzukommen. Scharlachrote Rache. Wenn Lyra besiegt wird, greift sie sofort alle Feinde in der Nähe an. Wenn Lyra besiegt wird. Passiv, Schaden, Ausweichen. Wenn Lyra besiegt wird, Scharlachrote Rache. Ja, okay, die soll aber nicht besiegt werden. Kampf können. Lyra erhält einen Bonus auf die leichte Trefferpräzision und die leichte Trefferabwehr. Plus 15% Abwehr von leichten Treffern, plus 15% Präzision von leichten Treffern. Klingentänzerin 2 erhöht den Schaden, wenn 2 Waffen eingesetzt werden, deutlich. Sprintender Tod, wenn sie Rausch der Wüter einsetzt, greift Lyra nun passiv alle Feinde in der Nähe an, während sie sich bewegt. Lyra verliert die Vorzüge dieser Fähigkeit, wenn sie eine schwere Rüstung trägt. Rausch der Wüter. Lyra bewegt sich schnell über das Schlachtfeld, so schnell, dass Feinde sie nicht in Kampfbindung nehmen können. Abklingzeit 30 Sekunden, immun gegen Kampfbindung. 50% Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn sie Rausch der Wüter greift Lyra nun passiv alle Feinde in der Nähe an, während sie sich bewegt. Modifiziert Rausch der Wüterin. Aha, klingt aber jetzt irgendwie nicht so geil.
Dann würde ich wohl tödliche Blöße nehmen. Lyra führt einen Gegenangriff gegen Feinde aus, die sie im Nahkampf mit einem Angriff verfehlen. Das ist eine 100% Konterchance, das ist passiv und ich glaube, die anderen Sachen fallen mir jetzt nicht besser. Deswegen würde ich, ja, tödliche Blöße nehmen. Kostenloser Angriff für mich. Barik ist fertig. Der greift mal normal an. Laundry ist auch fertig. Der macht mal seinen erschütternden Strahl. Ah, blutend und verwundet. Nicht so geil. Ah, Mist, verwundet. Das heißt, wir können halt schon wieder rasten. Paxis Schildschlag. Will do. Sehr schön. Das heißt natürlich, wir können jetzt rein theoretischerweise, könnten wir jetzt auch schon wieder Kombo-Fähigkeiten einsetzen, die sich dann auffüllen. Pfeilsturm, weil wir halt sowieso rasten werden, um die Wunde wegzubekommen. Alondi nicht mehr viel Energie hat, mache ich die ganzen Unterstützungssachen auf ihn selbst. Das hat schön viel Schaden gemacht. Magiefeuer, ah, okay, meine Rüstung ist also auch gestohlen. Heilung für sich selbst. Oh, und Barik macht wieder irgendwelchen Quatsch, weil ich wieder aus Versehen irgendwo hingedrückt habe, wo ich nicht hindrücken wollte. You got it. Apologies, but I... That's how it's done. You got pity, you won't enjoy this as much as I. Oh, geschafft! Traberkreuzung befreit, nice! So, wer ist der Nächste, der aufsteigt? Paxis und dann Barik. Aber Barik hat der Paxis fast schon wieder überholt. Warum ist denn da los, dass er jetzt so viel aufsteigt? Also schnell aufsteigt. Kann nur damit zusammenhängen, dass er wahrscheinlich ständig angegriffen wird und irgendwelche Dinge von ihm, irgendwelche Details von ihm aufgelevelt wird. Was ist das denn? Roskus Durst. Qualität exquisit. Also ist exquisit wahrscheinlich das Beste. Und das könnte was für Paxis sein. Roskus Befehle. Dieses Zen-Schreiben ist mit zittriger, aber leidenschaftlicher Hand geschrieben, die tiefen Spuren in den Pergamenten lassen haben. Roskur. Die Ungebrochenen haben Esch und seiner inzüchtigen Legion schwere Kopfschmerzen bereitet. Lade so viele von ihnen wie möglich dazu ein, sich unserem Lied anzuschließen. Schenke ihrem Anführer Matthias besondere Aufmerksamkeit und bringe ihn in einem Stück nach Kakophonie. Okay. Wir wissen, wie sehr du es liebst, Szenen zu zerschneiden und den Puppenspieler zu geben. Doch bitte erfreue uns dieses eine Mal durch Zurückhaltung. Dein dich bewundernder Anführer. Tja, er ist tot. I'm out of practice, but I'll try. Ergänzung hinzugefügt, eine Verhandlung der Arkonten. Weise gegen Nerads Stimmen. Roskur rekrutierte von den Ungebrochenen zu einer Zeit, als seine Truppen in der Region nicht erlaubt waren. Okay. Na dann schauen wir uns mal Roskurs Geschichte an hier. Ich glaube, das ist geil. Roskurs Durst. Blutrünstig. Wütend nach Kill. Gefahr in Verzug. Stärker ein Tick, dafür doch deutlich langsamer. Deutlich bessere Rüstungsdurchdringung.
schlechtere Genauigkeit. Diese mit Stacheln versehene und äußerst grausam wirkende Klinge wurde für das Verhör und die Verstümmelung von Gefangenen verwendet. Roscoe hat sie selten gereinigt. Rost, Blut und Fleischfetzen kleben an der Scheide. An der Schneide. Bonusschaden pro 1% fehlender Gesundheit. Die Rüstungsdurchdringung ist halt geil. Extra Schaden ist auch nicht schlecht. Erholung ist halt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das nehme. Ich weiß nicht, ob wütend was ist, was ich so geil finde. Wütend macht Positives und Negatives. Aber das sieht wahrscheinlich auch super geil aus, diese Waffe, oder? Naja, geht eigentlich. Ich hätte sie mir jetzt noch geiler vorgestellt. Ich glaube trotzdem, dass ich die dran lassen werde wegen der Rüstungsdurchdringung. Ich glaube, das lohnt sich. Macht ja auch eigentlich mehr Schaden. Lyra, Gefahrenverzug. Oh, Gefahrenverzug ist genauso gut wie Bronzener Dolch, aber es hat halt mit Jagen diesen Bonuseffekt. Ich will aber trotzdem mal schauen, wie es bei Barik aussieht, weil Barik ist ja eigentlich eher der, der viel Energie hat. Schaden ist schlechter, Genauigkeit deutlich besser, Erholung deutlich besser, aber Schaden halt fast ein Schadenspunkt weniger pro Sekunde. Das gefällt mir eigentlich nicht. Dann geben wir es noch Lyra. Und da wechseln wir, ich glaube, diesen Dolch aus. Also der spitze Dolch, der hier gefällt mir viel besser. So. Ja. Passt. Diese Bündel und Vorräte sind viel zu gut erhalten und organisiert, um von einer Bande des Scharlachroten Chors zu stammen. Oh, es sind noch mega viele Leichen, aber auch viele vom Chor. Hier scheint wirklich schlachtenmäßig viel passiert zu sein. Ah, rohes Fleisch wieder. Rüstungen und Vorräte, eindeutig im Besitz der Ungebrochenen, sind hier verstreut. Es ist schwer zu erkennen, ob das Rost darauf von Blut stammt oder von der Kriegsbemalung des Chors. Ich würde sagen, wir rasten dann auch direkt hier, um die Wunde von Launchley wegzubekommen. Yes. Schläfriger Fall. Schlafen für 34,5 Sekunden. Sollte an den Stufen verwenden, schläfriger Fall, um Schlaf über ihre Feinde kommen zu lassen. Jeder Alchemist weiß, dass es einfacher ist, ein Gift herzustellen als ein Schlafmittel. Deswegen wird es nur Meistern des Handwerks gestattet, diese zuzubereiten. Das benötigte Feingefühl und Können, um die Zutaten im richtigen Verhältnis zu mischen, erhöhen den Wert des fertigen Tranks und garantieren gute Ergebnisse. Schlaftränke werden auch eingesetzt, um Gefangene bewegungsunfähig zu machen, um sie weiter verhören zu können. Teilen wir direkt mal die Tränke. 4, 5, 6, 4. Okay, dann haben wir alles. Can't do that. Dann würde ich sagen, auf zum fröhlichen Jagen. Das reimt sich sogar. Und zum nächsten Quest. Was heißt zum nächsten Quest? Zum nächsten Abschnitt. Auf der Karte. Wir werden wie immer erstmal die Nebenquests versuchen. Okay. Hier gibt es echt viele Orte. Vor Dämmerwacht war eines von mehreren Forst jetzt Antwort. Ja, das hatten wir schon. Wachplatz. Rostschluchten. Neu ist verseuchte Altmauern. Das Land in diesem Bereich der Altmauern ist vernarbt und es heißt, es sei von Geistern überrannt. Angeblich liegt hier die Beherzte begraben, das legendäre Schwert der Ungebrochenen und Breche in den Altmauern. Späher haben jüngst bestätigt, dass es an diesem Ort einen Eingang in die Altmauern gibt. Der unmittelbare Bereich ist in Anbetracht des Risikos eines hohen Geistervorkommens wahrscheinlich gefährlich. Die Breche befindet sich unweit des Ortes, an dem zu Kriegsende der berühmte Kampf des Regenten der Ungebrochenen Espitratos mit den geschmähten Streitkräften stattfand. Ja, dann müssen wir anscheinend doch an die Altmauern rein, obwohl wir das ja eigentlich nicht dürfen, laut Kyros Gesetz. Und wir werden aber erstmal an die verseuchten Altmauern versuchen, dieses Schwert zu finden. Beziehungsweise gucken wir mal kurz bei unseren Nebenquests. Mitreisende, finde einen Weg in den Turm. Eine Bresche, Reise zu der Bresche in den Altmauern und das Klingkraft und die umgebrochenen Soldaten, ja genau. Wir
müssen dann also questmäßig dahin, aber wir werden natürlich erstmal zu den verseuchten Altmauern reisen. I'm not one for superstition, but every hair on the back of my neck is standing at attention. Calm yourself. There's just a chill in the air. No, it's something else. Aktiviere den Spähen-Modus, um einen Bonus auf. Ja, ich würde sowieso hier rumspähen, aber wir machen hier erstmal einen Cut. Wie es aussieht, müssen wir dann hier gegen Geister kämpfen, aber das macht natürlich nichts. Wir speichern nochmal, aber ich glaube, wird eben automatisch gespeichert, genau. Bleibt cool, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.